Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid bei diesem neuen Reaction-Video. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen angeschlagen noch, weil ich habe mir im Vorgang schon ein anderes Bandmate-Video reingezogen. Und zwar war das About Us, das ich mir da angehört habe. Deswegen bin ich noch so ein bisschen down. Wenn ihr nicht genau wisst, warum, dann schaut euch das Video gerne an. Ist bestimmt auch nicht weit entfernt auf meinem Kanal von diesem Video, um das es heute geht. Heute ein anderer Vorschlag von euch war Bandmate mit Memorable. Und ja, da würde ich sagen, verlieren wir auch gar nicht viel Zeit, sondern gehen direkt rein. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen entspannter wird, weil, wie gesagt, dieses About Us hat mich so minimalst gebrochen. Deswegen freue ich mich jetzt auf ein weiteres Video von Bandmate mit Memorable. Let's go. We have the best in the view. 高鳴る胸は懐かしい気持ちに I'm so glad to see you again. この時が続くように暗い日々さえ with you. 無意味なものはないよ。Shoot me down last night. I feel my heart leaping with you up. You love me. 言葉にできない This time. We don't surrender. 溢れ出す想いを集めて空に浮かべよう I dream about your smile.まあまあもうちょっと浸ってたいけど止まらず進むよ Oh time flies where you have been found この時を刻むように笑い泣いたこと全部忘れることはないよ Memorable last nightI feel my heart leaping with you up. You love me. 言葉にできない This time. Without surrender. 溢れ出す想いを集めて空に浮かべよう I dream about your smile.War's schon. Das finde ich auch so cool, die Gitarre mit dem Herz drin. Ist mir jetzt auch schon öfter aufgefallen in Videos. Okay, das war's schon. Also mal ganz kurz, natürlich, ach, wo haben wir's denn? Ich finde es krass, dass sie jetzt so im Fokus steht auf einmal. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt aufgefallen ist oder nur, weil, keine Ahnung, aber sie ist sehr oft jetzt irgendwie im Fokus in den Videos, was ich sehr schön finde. Was ich sehr cool finde auch. Dass es halt nicht nur immer die Sängerin ist oder der Frontmann ist, sage ich mal. Ja, da sieht man mal wieder den Unterschied. Also beim letzten Video, das About Us eben von Bandmate, wo wir das letzte Mal reingeguckt haben, das hat mich voll abgeholt, war gerade in dem Moment genau meine Wellenlänge und
hat mich in den Bann gezogen. Hier ist es so, wäre das jetzt keine japanische Band gewesen und hättet ihr mir das nicht vorgeschlagen und wäre es nicht Bandmate gewesen, wäre es mir, so blöd sich es anhört, aber es wäre mir wahrscheinlich zu kitschig gewesen. Also der Song wäre mir wahrscheinlich wirklich einfach zu kitschig gewesen. Ich hätte den im Radio, hätte ich es mir nicht angehört. Es ist natürlich trotzdem gute Musik, braucht man nicht reden. Hier war auch sehr, sehr wenig Rock mit dabei und ja, es ist ein schöner Song, es ist ein guter Song, aber ich bin einfach prinzipiell eigentlich nicht so der Balladentyp und das war halt schon sehr kitschig und sehr balladig. Was nicht heißt, dass es schlecht war. Also ich habe es jetzt schon öfter in den Kommentaren gelesen, dass ich halt irgendwie so ein bisschen falsch verstanden werde. Kann natürlich auch durch die Sprachbarriere sein, aber ich mag Bandmate, ich finde sie sehr, sehr gut. Der Song hat mich jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt, weil es einfach zu kuschelig war. Also so Kuschelrock-mäßig ist einfach nicht mein Ding. Aber dafür, wie gesagt, dieser About Us vom letzten Mal hat mich richtig, richtig mitgenommen. Influencer war auch nicht schlecht und so weiter. Shambles war auch sehr, sehr gut. Nur um jetzt gerade mal so ein paar zu sagen. Also ich mag die Band, ich mag die Songs auch. Aber das war jetzt nicht so mein absoluter Top-Tier-Song. Das ist eher so für mich so, wie gesagt, dieser Liebeskummer-Song. Und vielleicht kann ich es auch einfach nicht nachvollziehen, weil ich sowas nicht habe. Das wäre wirklich so ein Liebeskummer-Kuschelrock-Ding. Und der andere war so näher an mir dran. Also About Us war einfach irgendwie so ein bisschen näher an mir dran als dieser Song jetzt hier. Wenn ihr näher an mir dran sein wollt, Leute, dann drückt den Abo-Button. Ich würde mich sehr darüber freuen. Von Bandmate ist jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr viel auf der Liste. Also wenn ihr noch Vorschläge habt, dann schreibt es gerne auch mal hier unten drunter. Oder kommt in den Discord-Channel. Und ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich mache das eh viel zu selten hier auf dem Kanal. Wenn ihr Bock habt, kommt auf den Discord-Channel. Da gibt es auch einen kompletten, da sind schon ein paar Leute von euch gejoint. Da kann man sich über Musik unterhalten und so weiter. Discord.olliesgeist.de. Und wenn ihr Bock habt auf Gaming-Content, da gibt es auch auf JRPGs und ja, prinzipiell mehr RPGs und keine Ahnung, ganz im Spiel mal Zelda, Sea of Stars und ein paar coole andere Sachen. Dann schaut vorbei auf twitch.tv/olliesgeist und dann können wir uns da auch sehen. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Adieu. Ciao. Bye. Bye.